Die hübschen Knospen entstehen in einem Mustersatz aus 12 Reihen. In der ersten Reihe stricken Sie 8 Maschen rechts. Aus der nächsten Masche stricken Sie 5 Maschen für die erste Knospe heraus. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Bei einem größeren Strickstück stricken Sie nun 9 Maschen rechts. Wiederholen Sie diese Schritte bis zu den letzten 4 Maschen. Stricken Sie aus der nächsten Masche wieder 5 Maschen heraus und beenden Sie die Reihe mit 3 Maschen rechts. In der zweiten Reihe stricken Sie alle Maschen links. Bei jeder der 5 neuen Maschen einer Knospe legen Sie aber den Arbeitsfaden 2-mal um die Nadel. In der dritten Reihe stricken Sie rechts bis zu den 5 neuen Knospenmaschen. Mit dem Arbeitsfaden hinter der Arbeit heben Sie die 5 neuen Maschen wie zum Linksstricken ab und lassen bei jeder die zusätzliche Schlaufe fallen. Dadurch entstehen 5 lange Maschen. Wiederholen Sie dies bis zum Reihenende. In der vierten Reihe stricken Sie links bis zu den langgezogenen Maschen. Heben Sie die 5 Maschen links ab, dabei liegt der Faden vor der Arbeit. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Reihe beendet ist. In der fünften Reihe stricken Sie rechts bis zu den langgezogenen Maschen. Heben Sie die ersten 3 Maschen zusammen wie zum Rechtsstricken ab. Stricken Sie die nächsten 2 Maschen rechts zusammen und heben Sie dann die 3 abgehobenen Maschen über diese Masche. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Reihe beendet ist. In der sechsten Reihe stricken Sie alle Maschen links. Die erste Knospenserie ist fertig.
In der siebten Reihe wird das Muster versetzt. Stricken Sie die ersten drei Maschen rechts. Aus der nächsten Masche stricken Sie wie zuvor fünf Maschen für eine Knospe heraus. Bei einem größeren Strickstück stricken Sie nun neun Maschen rechts. Wiederholen Sie diese Schritte bis zu den letzten neun Maschen. Stricken Sie aus der nächsten Masche wieder fünf Maschen heraus und beenden Sie die Reihe mit acht Maschen rechts. In der achten Reihe stricken Sie alle Maschen links. Bei jeder der fünf neuen Maschen einer Knospe legen Sie aber den Arbeitsfaden zweimal um die Nadel. In der neunten Reihe stricken Sie rechts bis zu den ersten fünf neuen Knospenmaschen. Mit dem Arbeitsfaden hinter der Arbeit heben Sie die fünf neuen Maschen wie zum Linkstricken ab und lassen bei jeder die zusätzliche Schlaufe fallen. Dadurch entstehen fünf lange Maschen. Wiederholen Sie dies bis zum Reihenende. In der zehnten Reihe stricken Sie links bis zu den langgezogenen Maschen. Heben Sie die fünf Maschen links ab. Dabei liegt der Faden vor der Arbeit. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Reihe beendet ist. In der elften Reihe stricken Sie rechts bis zu den langgezogenen Maschen. Heben Sie die ersten drei Maschen zusammen wie zum Rechtsstricken ab. Stricken Sie die nächsten zwei Maschen rechts zusammen und heben Sie dann die drei abgehobenen Maschen über diese Masche. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Reihe beendet ist. In der zwölften Reihe stricken Sie alle Maschen links. Sie haben die zweite Knospenserie gearbeitet. Diese zwölf Reihen bilden den Mustersatz, den Sie wiederholen.